begrüße ich ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ja, nicht wundern, wir haben uns seit einer Woche hier von Fleck weg. Ja, ihr wisst Bescheid. Also, Leute, die das letzte Video gesehen haben, wir standen auch hier und haben Tschüss gesagt. Na, ja, wir vloggen auf jeden Fall heute weiter. Wir nehmen euch natürlich mit im Zimmerumgestaltungsvideo von der Lara und Luisa. Wir bauen heute das Bett auf. Das ist auf jeden Fall hier schon aufgestellt. Und danach wird es fertig gemacht. Ist jetzt das Bett aufgebaut. Lattenrost hat der Papa jetzt auch schon dran montiert. Und was fehlt natürlich? Matratzen. Und wir haben uns wieder für die Emma-Matratzen entschieden, weil wir haben ja auch schon bei Patrick und Michelle unten schon mal einen Wechsel gemacht und sind auf die Emma-Matratzen umgestiegen, weil es sind einfach wirklich hochwertige Matratzen. Die Kinder schlafen so gut. Sie sind sehr rückenfreundlich, also für einen gesunden Rücken perfekt, gerade auch für Kinder, was ist nichts Schlimmeres, wenn das Kind einfach sehr schlecht schläft und dann in die Schule zerknautscht geht und so weiter. Also wirklich, die Emma-Matratzen sind sehr, sehr toll. Die Michelle und der Patrick sind super zufrieden, deswegen haben wir uns auch natürlich für die Kleinen, auch für Emma, entschieden. Und meine Lieben, ich habe auch einen Rabattcode für euch, und zwar mit Familie Diamanta bekommt ihr nämlich on top nochmal 5%. Es gibt ja schon bis zu 43% Rabatt. Unten in der Infobox ist ein Link. Da könnt ihr direkt draufklicken und wie gesagt, da könnt ihr mal sehen, welche Rabatte es gibt. Es gibt bis zu 43%. Und on top, wenn ihr Familie Diamanta eingebt, dann bekommt ihr nochmal 5%. Also könnt ihr bis zu 48% sparen. Also mega, mega. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es ist natürlich auch für Deutschland und für die Schweiz. Kommt drauf an, welche Rabatt halt dort länderspezifisch gibt. Also einfach mal umschauen. Wie gesagt, unten ist die Infobox. Klickt mal rein und schaut euch mal die Emma-Matratzen an. Und wir werden auf jeden Fall jetzt aufbauen. Ich liebe es ja auch, dass die Emma-Matratzen wirklich in diesen Karton geliefert werden. Also wirklich sehr, sehr platzsparend. Und es geht auch super schnell zum Aufbauen. Ich stelle mal kurz ab. Dann kann ich dem Papa so ein bisschen helfen. Zusammengepresst, und wenn man dann die Folie abmacht, dann blustert sie sich auf. Wie ziehen wir das nach oben oder legen wir es hin? So, die erste Matratze haben wir jetzt schon mal ausgepackt. Heb sie nochmal kurz hoch. Ich wollte gerne diese Gummibeschichtung zeigen. Also wir haben hier die Emma Original in 90x20. Auf der Rückseite hat sie so eine super tolle Gummibeschichtung. Perfekt, dass sie auch nicht vom Lattenrost hin und her rutscht. Dann hat sie hier so Halterungen, was ich auch sehr, sehr praktisch finde. Genau. Gerade beim Bettenbeziehen oder so. Und die Matratze muss jetzt circa 5 Stunden hier jetzt sich so langsam und in Ruhe aufblustern. Und das Coole ist, schaut mal, hier mit am Bein ist auch so ein Folienschneider, und es wird auch wirklich erklärt, wie das geht. Also das ist wirklich super einfach. Emma Matratze geliefert bekommen, dann die Folie aufschneiden, 5 Stunden aufgehen lassen, dann kann man schon gemütlich schlafen. Und hier, wenn Reinigung und so weiter, gibt es hier einen QR-Code, den einfach scannen, dann kann man schauen, wie man die pflegt, die Matratze. Richtig, richtig toll. Wir werden jetzt immer noch die zweite aufbauen. Die müssen jetzt auf jeden Fall, wie ihr seht, noch die 5 Stunden schön aufgehen. Dann können wir sie erst beziehen. Also das lasse ich jetzt einmal so. Und erst danach werde ich dann die Betten beziehen. Und wie gesagt, nicht vergessen, unbedingt bei Emma Matratze vorbeischauen. Unten in der Infobox ist der Link. Familie Diamanta ist der Rabattcode. Da gibt es nochmal 5% obendrauf.
zusätzlich noch zu den krassen Rabatten, die es ja schon auf der Webseite gibt. Also unbedingt mal stöbern, vorbeischauen. Und wir werden jetzt noch die goldenen Punkte ankleben. Und dann sind wir ja eigentlich schon fast fertig. Also hier ein bisschen Deko haben wir ja gestern schon draufgegeben. Also das habe ich hier gestern mit der Lara schon dekoriert. Das hatten wir hier schon, das habe ich bestellt. Da muss ich noch befüllen auf jeden Fall. Und hier rein kommen dann noch so Spielsachen. Da brauchen wir noch so Boxen. Also da wären wir ja eigentlich schon fast fertig. Die goldenen Punkte müssen wir auf jeden Fall noch bekleben. Und was ich auch noch machen muss, ich weiß nicht, ob die Vorhänge, habt ihr schon gesehen, die muss ich noch kürzen, ja? Die muss ich kürzen, da habe ich eh eine Nähmaschine, da werde ich die dann zurecht nähen. Das letzte kleine Element haben wir auch noch hier hingestellt, und zwar diesen schönen Teppich. Und der Baba legt sich schon hin. Hey, du musst immer 35 Stunden aufgehen lassen, geh runter. Ja, diese 80 Kilo verwirrt es ja nicht. Das haben wir wirklich schon wunderschön aufgegangen. Und wir machen uns dann das letzte Detail sozusagen, letzte und Anführungszeichen, wir kleben jetzt mal die goldenen Punkte drauf. Weil das zieht sich so durch, dieses gesprinkelte, auch hier haben wir Punkte und hier haben wir Punkte, Sterne und hier haben wir Punkte und die Vorhänge muss ich auf jeden Fall noch kürzen. Designprozess haben wir uns noch dazu entschlossen, das zweite Regal auch noch wieder anzubringen. Und deswegen haben wir uns vorbereitet. Ich habe eine Waffe. Jetzt ist die Frage, ja. Tun wir ein bisschen so überlappen? Oder? Leicht, aber nur, gell? Nur leicht. Also nicht so? Nein, es ist zu viel, das ist zu viel. Nur wenig überlappen. Also? So ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen rechts würde ich sagen. Okay, stopp. So? Mhm. Fertig. Wir haben jetzt das ein bisschen umgestellt. Wir sind uns sowieso noch nicht ganz sicher. Hier fehlt auf jeden Fall noch was. Vielleicht mache ich die Blumen doch wieder zurück. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht eine so zurück. So. Und hier so die zwei. I don't know. Mal schauen. Auf jeden Fall schaut das wirklich schon super süß aus. Und die goldenen Punkte macht auch was her. Das sind übrigens Spardosen. Einmal Kaninchen, einmal Hund. Ja, da sind wir auf jeden Fall noch nicht so ganz fertig. Und wir überlegen auf jeden Fall noch, was wir auf dieser Wand hier machen. Ob wir das so lassen oder ob da auch noch so goldene Punkte machen. Ja, das müssen wir jetzt aber kurz mal unterbrechen, weil wir müssen kurz Essen einkaufen gehen. Es ist Samstag und wir haben noch gar nichts davon gemacht. Ich bin ganz blau im Gesicht. Ich sag's euch, ich liebe dieses Zimmer. Der Geruch. Die neuen Möbel und die neue Wandfarbe und die Matratzen und ach, I'm loving it. Ja, jetzt mal Essen einkaufen. Wir sind jetzt soeben vom Einkaufen zurück. Ich sag's euch, wir waren in 45 Minuten fertig mit einem Fast-Wocheneinkauf. Also wir haben jetzt keinen richtigen Wocheneinkauf gemacht, aber so ein paar Sachen gekauft. Ein paar Lebensmittel, die sind hier und die werden wir jetzt alle ausräumen und dann müssen wir uns schon ums Abendessen kümmern. Auf jeden Fall, ja, ist schon dunkel draußen, schon 18.30 Uhr und wir müssen auf jeden Fall uns danach gleich ums Essen kümmern, weil wir haben mega Hunger. Ja, also ausräumen und dann essen. Und das Zimmer machen wir dann, die Punkte und so machen wir dann morgen noch fertig. Ja. Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute wird das Zimmer von den Mädels endlich fertiggestellt. Wir sind ja letztens nicht mehr dazu gekommen. Es war ja Samstag und wir mussten ja noch schnell einkaufen gehen, habt ihr gesehen. Und dann war Wochenende. Am Sonntag haben wir nichts gemacht. Wir sind immer so, ja, Sonntag, heiliger Sonntag, nichts. Quasi handwerkliches Arbeiten. Ich habe auch nicht die Vorhänge gekürzt. Bin auch gar nicht dazu gekommen. Dann war Montag und Montag war bei uns, also bei uns am Dienstag, also gestern, ein Feiertag gewesen.
oder mussten wir noch einige Sachen abarbeiten, hat er jetzt überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen. Und sonst, ja, so ein paar kleine Deko-Sachen, die noch aufgestellt werden müssen. Und dann zeigen wir euch natürlich das Zimmer in seinem vollen Glanz, wie es ausschaut. Die Lara und die Luisa, die freuen sich schon so mega auf ihr Zimmer. Und die Lara hat schon eine Nacht, die Lara und die Luisa, beide haben sogar eine Nacht drin schon mal geschlafen. Und ja, jetzt ist ja bei uns Herbstferien. Also die Kinder sind bis, ich glaube, am 3. fängt erst die Schule wieder an, also am 3. November. Das können wir mal auf jeden Fall mal genießen. Aber bevor es jetzt losgeht und wir uns reinschmeißen ins Zimmer, werden wir natürlich nur frühstücken. Es ist ja noch früh am Morgen. Papa ist jetzt schon hier in der Küche und räumt mal den Kühlschrank aus. Also ich wollte auch so Bagels machen. Ich habe noch nie Bagels gegessen. Babys? Bagels, das sind amerikanische Bagels. Das sind solche Dinger mit so... Nein, Donut. Ist das für ein Brot? Ja, keine Ahnung, irgendwie so ein amerikanisches Brot. Wo gesehen? Ja, ich habe es immer in den Serien, in den Filmen gesehen. Und ich wollte es mal probieren. Kannst du mir den Lachs rausholen, Belize? Lachs. Und Frischkäse und Rucola. Ja, yeah. Schmeckt urgut, Rucola mit Lachs. Musst du mal probieren. Ja, das stimmt. Lachschudiger. Ja, das wollte ich angefallen. Lachschi, habe ich gesagt. Lachschu. Wo ist der Patrick? Kühlst du dich beim Kühlschrank? Ja, genau. Sagt der Papa immer zu den armen Kindern, wenn sie mal hier reingucken. Ich habe eine Allergie, wenn der Kühlschrank rufen. Das hat mein Vater immer auch Stress gemacht, das machen den anderen auch. Sehr. Wo sind die Kinder? Wo seid ihr, Kinder? Kinder! Kinder! Frühstück, ein Lachs-Rucola-Bagel. Papa hat mir ein Butterbrot für den Kleinen geschmiert. Machst du ein Butterbrot für ihn noch? Was? Sehr brav. Schau, wie er das ist. Oh. Die Michelle, Füße runter, mein Fräulein. Ich habe keine Füße am Tisch. Ja, Beine. Also, ich habe Michelle meditiert am Tisch. Da war das in meinem Weihnachtsdämon. Merry Christmas, dear friend. Oh, ich sitze. Wir sitzen übrigens anders, weil der Kleine nur hier so ganz so nah ran sitzen kann. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Tisch. Eigentlich auch. Nein, ein Stift! Papa hat gesagt, er baut selber einen. Aber nein, ein Stift! Ich habe noch ein paar Blockerplatten. Ja, wir frühstücken jetzt auf jeden Fall. Ich habe noch meinen grünen Smoothie. Ja, wir frühstücken mal in Ruhe und genießen unser weihnachtliches Frühstück. So, ich habe jetzt den Kleinen schlafen gelegt und werde jetzt ins Kinderzimmer gehen, damit ich die Vorhänge kürzen kann. Der Papa hat mir schon in der Zwischenzeit die Nähmaschine hingestellt und vorbereitet. Und ich nehme euch mit, sage ich, wie ich nähe. Ich habe jetzt schon mega lange nicht mehr an der Nähmaschine genäht, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben uns eine neue gekauft. Und da ist sie auch. Schaut mal. Ich muss auf jeden Fall diese... Ja, Vorhänge nähen. Wie ihr seht, sind die viel zu lang und wir müssen die auf jeden Fall kürzen. Und ich habe mir gedacht, ich nähe sie gleich. Aber, ja. Wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Garn. Nein, ich kann nicht nähen. Warte mal. Die ist da drin. Hier ist nur Werkzeug drinnen. Ja, gut. Das ist ja logisch, dass ich nicht... Ach, Mann. Ja, sehr gut. Gut, da kann ich jetzt nicht Vorhänge nähen. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich muss auf jeden Fall Garn kaufen. Okay, ist jetzt blöd, aber nicht so schlimm. Egal, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall... müssen wir das noch nachholen. Oh Mann, gar nicht dran gedacht. Egal, auf jeden Fall, ja, wie ihr seht, muss ich das machen. Aber ich könnte die auf jeden Fall schon mal zumindest
ja, kürzen. Nee, das mache ich danach alles in einem. Ja, egal. Nun ja, da sich das Ganze jetzt erübrigt hat mit dem Vorhänge kürzen und nähen, habe ich mir gedacht, ich zeige euch das Zimmer. Ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt, die Nähmaschine weggemacht und so Rest dekoriert mit den Sachen, die ich dafür besorgt habe. Ich werde euch mal das ganze Zimmer zeigen. Wir haben es letztendlich noch mal so ein bisschen was umgestellt, aber das werdet ihr auf jeden Fall gleich sehen. Ich habe mir gedacht, ich fange mit den Punkten an. Wie ihr seht, die haben wir ja schon beim letzten Mal raufgeklebt und waren aber noch nicht ganz fertig, weil wir hatten ja hier geklebt. Dann habt ihr gesehen, wie wir noch diesen zweiten, wie heißt das? Bilderrahmen? Nein, hä? Regal, oder? Regal. Heißt das Regal? Ja, ich glaube Regal. Mir fällt der Name nicht ein. Was ist los mit mir? Auf jeden Fall, wir haben noch das zweite Regal, das habt ihr auch gesehen, befestigt. Und die Punkte haben wir dann jetzt vollständig geklebt, bis auch auf diese Wand. Übrigens haben wir auf dieser Wand hier nicht ausgemalt, weil einige Fragen schon im letzten Vlog kamen. Die haben wir mit Absicht weiß gelassen, weil ich nicht wollte, dass das Zimmer sich irgendwie so... Ich wollte, dass es ein bisschen so größer wirkt, so optisch halt, dass... Ja, dass es nicht so erdrückend ist. Ich hätte das Gefühl gehabt, dass wenn hier auch lila gewesen wäre, das so erdrückend gewesen. Deswegen wollte ich das weiß haben. Und die Vorhänge haben übrigens auch so schön Punkte. Das widerspiegelt sich so ein bisschen, die Pünktchen. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir natürlich auch schon Pünktchen rangeklebt, wie ihr seht. Bis hier, also bis quasi ganz drüber. Die Bettwäsche habe ich natürlich auch bezogen, habe ich euch gesagt, dass die Mädels hier schon da drinnen geschlafen haben. Pölster, Eisbär von der Lara und hier ist Luisas Faultier. Das hat sie, glaube ich, zu ihrem zweiten Geburtstag oder so bekommen. Das ist super, weil dann ist es auch sein Schutz für die Wand, also dass quasi dann sich nicht an die kalte Wand oder so berühren. Ja, das ist das Bett. Matratzen habe ich euch ja schon gezeigt, die sind wirklich super, super bequem und die Kinder schlafen da so gut drauf. Dann geht es hier weiter. Diesen Bereich habe ich so ein bisschen umdekoriert, umgeändert, weil da stand ja vorher dieses große Regal, Kommode, wie auch immer. Und hier haben wir jetzt die Küche hergetan. Die Kinder spielen total gerne in der Küche, mit der Küche. Und die war früher im Wohnzimmer, aber die war da hinten so versteckt unter der Couch. Deswegen habe ich die jetzt daher gebracht und... Da können die hier besser spielen. Da habe ich auch diesen Einhornteppich hergetan. Der ist ja perfekt, dann ist es schön kuschelig und flauschig bei den Füßen. Hier haben wir übrigens auch einen Teppich. So einen beigen Teppich, der ist auch so flauschig. Der ist halt so ein bisschen reingesetzt, so nach hinten, damit die Lara halt auch mit ihrem, mit ihrem Sessel da so rausfahren kann. Schreibtisch habt ihr auch schon beim letzten Mal gesehen. Das ist ja eigentlich so eine... Wer ist das? So eine Schreibtischunterlage, ja, so eine Schreibtischplatte. Und wir haben da den Bester darunter. Fanden das einfach perfekt, so, weil man braucht nicht mehr Platz. Also zumindest sein Kind braucht nicht mehr Platz. Und das finde ich ist somit ideal gelöst. Am Tisch habe ich dann auch noch so ein Pflänzchen hergestellt. Schaut ganz süß aus, oder? Und Laras Lampe, die wird sie jetzt vielleicht noch nicht so brauchen, weil sie noch nicht so spät in die Nacht Hausaufgaben macht, aber trotzdem, eine Tischleuchte ist immer gut, ne, für gutes Licht. Dann das L habt ihr ja gesehen, das steht ja für Lara und Luisa. Das leuchtet auch, das kann man hier hinten anmachen und dann leuchtet es so schön. Kann man auch als Nachtlicht verwenden, falls man es benötigt, aber brauchen wir jetzt dabei nicht. Hier habe ich so eine Dekopflanze, das ist keine echte, so eine Dekopflanze. Und Laras Eisbärchen. Dann dieses Bild hatten wir schon vorher, nur es war an der Wand. Das habt ihr auch schon gesehen und das war ja auch schon an der Wand. Ja, und hier ist jetzt auch das Playmobilhaus der Mädels. Das haben sie ja letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen, zusammen. Und das bespielen die auch zusammen. Die haben das jetzt auch schön befüllt, weil früher war das im Wohnzimmer, aber das war nicht befüllt, damit der Kleine diese kleinen Teile nicht nehmen kann und verschlucken kann. Und hier ist es jetzt irgendwie sicher, weil da kommt der Kleine nicht dran und jetzt können die Mädels hier so schön spielen. Hier haben sie auch noch Sparkassen. Ich habe für die Lara dieses Kaninchen, das vor kurzem hatte, so einen Magneten. Kann man so aufmachen. Und das ist transparent, dass man auch reingucken kann. Und die Luisa hat das hier, diesen Hund, sie liebt ihn. Sie hat immer mit ihm gespielt, seitdem ich den gekauft habe und deswegen ist das jetzt ihre Sparbüchse. Und das ist das Nachtlicht von den Mädels. Das ist ein süßes Einhörnchen, wie ihr seht.
Ja, kann man auch so einschalten. Und der leuchtet auch in mehreren Farben, wenn man den berührt. Voll cool. Also ich habe ihn jetzt derweil immer so am Tisch, weil er, finde ich, zum Regenbogen dazu passt. Zum Regenbogen Stiftehalter. Da habe ich für die Lara schön alles schön reingespitzt. Also Buntstifte, ein paar Filzstifte, Bleistifte. Warte, machen wir mal kurz das Einhorn aus. Lineal, Kleber und Radiergummi, dass sie halt nicht jedes Mal ihr Federpenal auspacken muss. Habe ich das so hier. Finde ich halt cool aus und kann sie immer darauf zugreifen und schreiben. Und da drinnen sind so Spielsachen. Also das sind jetzt die Playmobil-Sachen, die Kinder haben, die da für ja, benutzt werden zum Spielen. Dann haben sie hier auch noch Lego, das haben wir auch schon hergetan. Damit der Kleine damit nicht in Berührung kommt, die Ketten muss man da noch wegräumen, die können da nicht hin. Ja, und das ist noch leer, da habe ich jetzt die Nähmaschine kurz reingetan. Ja, Kleiderschrank ist ja so geblieben, wie es war. Und sonst, das ist das Zimmer der Mädels. Ich finde, es ist wunderschön und kaum mehr... Erinnert kaum mehr noch an das alte Zimmer. Das ist ein Wahnsinn, oder? Was so, ja, was ein paar neue Möbel, ein Anstrich und alles bewirken kann. Mega toll. Also die Mädels lieben ihr Zimmer. Es riecht auch ganz toll neu. Alles ist neu. Das Bett ist neu, die Matratzen sind neu. Es riecht auch alles frisch. Auch das ist alles neu. Außer der Kleiderschrank und die Küche ist ja alles neu. Und der Sessel ist nicht neu. Aber ja, das ist das neue Mädelszimmer von Lara und Luisa und sie lieben es und wir finden es auch ganz, ganz toll. Ja, meine Lieben, und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich werde den jetzt hier beenden, weil sonst sprengt das hier schon wieder den Rahmen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst nicht, in die Infobox vorbeizuschauen. Und falls ihr Fragen habt zu irgendwelchen Sachen, dann schreibt die mir gerne in die Kommentare rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Tschüss!